Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. An einem strahlend schönen Spätsommertag konnte Kreisoberst Reinhard Matern eine unübersehbare Menge auf dem Sportgelände hier in Meerhof begrüßen, darunter solche politischen Hochkaräter wie Carsten Linnemann, Mitglied des Bundestages, Bernhard Hoppe-Biermeier, Mitglied des Landestages, den Paderborner Landrat Christoph Rüther und den Bürgermeistern Uli Berger aus Salzkotten, Thomas Schröder aus Marsberg und Arne Moritz aus Lippstadt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie heute aus Meerhof, einem Ortsteil der Stadt Marsberg im Hochsauerlandkreis. Mit rund 1200 Einwohnern und heute 25.000 Besuchern. Denn heute wird hier das größte Fest im Altkreis Büren gefeiert. Sozusagen das Schützenfestfinale, das Kreisschützenfest 2023. Hier sind heute in der größten Festmodenschau 60 Könige, 69 Königinnen, 591 Hofdamen, 3145 Schützen, 20 Tamborchors, 49 Musikkapellen und. Freuen Sie sich auf einen eindrucksvollen Festumzug hier in Meerhof beim Kreisschützenfest 2023. Dem Vernehmen nach soll sich Niederntudorfs Königin Laurin Trojak, ähnlich wie ihre Vorgängerin Britta Montag, auch eine Fußverletzung zugezogen haben. Da ging es heute nur noch mit einer Rischka vorwärts. Musik
Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten.